Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und zu einem weiteren Review. Ich habe heute das Vergnügen, zwei Bluetooth-Lautsprecher zu testen aus dem Hause JBL. Dafür nochmal ein Dankeschön an JBL für das Vertrauen, dass ich die Geräte vielleicht nicht kaputt machen werde. Und zwar handelt es sich einmal um den JBL Go 2, das ist dieser hier, und einmal um den JBL Clip 3, das ist der hier in Rot. Die beiden werde ich jetzt zusammen mal vergleichen. Wir werden die beiden natürlich auch soundtechnisch vergleichen. Was ich aber schon mal gleich sagen kann, wird über die Kamera nicht so rüberkommen, wie wenn man sie wirklich hört. Ich habe jetzt beide verglichen, schon mal vorher. Der hat soundtechnisch schneidet die Clip 3 ein bisschen besser ab, weil da doch schon ein bisschen mehr Tiefen und ein bisschen mehr Bass drin ist. Und die Go 2 ist so ein bisschen mehr Hochtonstudio, also da fehlt ein bisschen der Bass. Also vom Sound her, wenn ich jetzt wirklich gleich gefragt werden sollte, vom Sound her finde ich die Clip 3 schon mal besser. Ansonsten kommen wir dann später zum Fazit. Ich packe die jetzt erstmal aus und dann gucken wir uns die mal an. So, beide ausgepackt, fühlen sich auf jeden Fall schon mal beide sehr hochwertig an, aber bei JBL eigentlich Standard. Also da ist nichts billiges Plastik oder so, also die Verarbeitung ist auf jeden Fall sehr hochwertig. Der JBL Go 2 wiegt 18 Gramm und die JBL Clip 3 wiegt 22 Gramm, also wiegen fast eigentlich beide gleich. Kommen wir auch gleich mal zur Akkuleistung und zur Ladezeit. Also für den Go 2 braucht ihr 2,5 Stunden Ladezeit und bekommt dafür 5 Stunden Akkuleistung zurück. Und für den Clip 3 braucht ihr 2,5 Stunden Ladezeit und bekommt dafür aber 10 Stunden Akkuleistung zurück. Das ist auf jeden Fall schon mal ein gewaltiger Unterschied. Für nur eine halbe Stunde mehr Laden habt ihr hier die doppelte Leistung an Akkuzeit. Finde ich schon wieder ein bisschen attraktiver. Von daher geht der Punkt mit der Akkuleistung und der Ladezeit auch schon wieder an den Clip 3 für mich. So, den Go 2 gibt es in, glaube ich, 11 verschiedenen Farben, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und den Clip 3 gibt es in 12 oder sogar 13 verschiedenen Farben. Kann mich jetzt aber auch täuschen. Auf jeden Fall genug Farbauswahl für beide hier. Wem das Rot nicht gefällt, dann schwarz. Wem das Blau nicht gefällt, dann halt auch schwarz. Wem das Blau nicht gefällt, dann halt in Rot. Und wem das Rot hier nicht gefällt, dann halt auch in Blau. Also Farben gibt es auf jeden Fall, das finde ich auch ganz gut bei JBL. Gibt es genug Auswahl. Finde ich ganz gut gemacht. So, also nochmal ganz kurz zu den beiden Geräten. Die sind relativ einfach gestrickt mit den ganzen Knöpfen. Da braucht man eigentlich wirklich nicht viel erklären. Wir haben hier zum Beispiel bei dem Clip 3. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ich halte mal die Kamera so. Also. Ich hoffe, man sieht das. Und zwar haben wir hier zwei Tasten. Das ist einmal der An- und Ausschalter. Gedrückt halten, dann geht es an. Einfach gedrückt halten, dann geht es schon an. Und dann haben wir hier einen Bluetooth-Taster. Den hältst du gedrückt und dann sucht er sich die Bluetooth-Verbindung zum Handy. Ihr müsst aber beim Handy Bluetooth einschalten. Dann hier das Bluetooth gedrückt halten, dann sucht er. So hört sich das an, wenn er Bluetooth sucht. Und dann macht ihr das an eurem Handy an und dann findet er das auch und da könnt ihr dann lesen Clip 3 und dann könnt ihr das verbinden. Also ist relativ einfach. Und dann haben wir natürlich hier vorne Tasten, die sind auch relativ einfach, laut, leise und halt Halt und Play. Also ganz einfach. Beim Go 2 ist es genauso einfach gemacht. Wir haben hier eine An- und Ausschalter, die sind alle oben. Da versammeln sich alle Schalter. Ich hoffe, man sieht das irgendwie so ein bisschen. Ansonsten haben wir hier ein Ein- und Ausschalter, den Bluetooth-Suchschalter, leise, laut und wieder Play und Halt. Also alles da, was man braucht, mehr braucht man nicht. Beide haben einen wasserdichten Ladeanschluss. Ja, zeige ich euch mal gleich beide rein hier. Das sieht so hier aus. Ich hoffe, wie immer, dass die Kamera das gebacken kriegt. Und die sind wasserdicht, die haben so eine Gummilippen, wenn man es aufklappt. Und da haben wir halt einmal die Ladebuchse und natürlich auch wunderbar, bei beiden haben wir, falls mal kein Handy oder kein Bluetooth-fähiges Gerät da ist, da haben wir hier nochmal einen kleinen AUX-Anschluss, um das Handy mit einem Kabel zu verbinden. Haben wir einmal hier, so seht ihr da, einmal ist die Ladebuchse zu sehen und einmal den AUX-Anschluss. So haben wir bei beiden auf jeden Fall dieselben Anschlussmöglichkeiten. Bluetooth gedrückt halten, am Handy Bluetooth einschalten und dann finden die sich. Dann braucht ihr das nur noch anwählen. Bei denen steht dann hier halt Go 2. Den könnt ihr anwählen und bei denen Clip 3 einfach anwählen, dann sind die verbunden. Also es ist relativ einfach. Ich glaube, dazu brauche ich nichts weiter sagen. Eigentlich möchte ich gerne
keinen Soundcheck machen, weil ich ja, wie gesagt, schon der Sound kommt nicht über dieses Mikrofon und über eure Handys oder wo ihr das gerade das guckt, das Video auf dem Computer. Der Sound kommt nicht so rüber, wie sie wirklich sind. Ich kann halt nur sagen, von der Lautstärke nehmen sie sich beide nichts. Die Soundqualität vom Klang her ist wirklich der Clip weit vorne, weil da ist noch ein bisschen mehr Bass, mehr Tiefen dabei. Hier ist es alles ein bisschen mehr auf Hochton, aber trotzdem völlig in Ordnung, auf jeden Fall völlig ausreichend für die Küche, für die Dusche. Wir machen jetzt mal einen kleinen Soundcheck. Ich werde euch ein und dasselbe Lied vorspielen und werde das ungefähr auch so von dem Abstand her in die Kamera halten. Ihr werdet wahrscheinlich einen kleinen Unterschied hören, aber wie gesagt, es kommt nicht so rüber, wie es in Wirklichkeit klingt. So, ich habe jetzt die beiden verbunden, also mein Handy und die kleine Go 2 habe ich jetzt verbunden und ich habe beide Geräte auf volle Lautstärke. Hoffentlich. Habe ich, oder? Ja. Also er macht ein Geräusch. Warte, ihr hört das so. Achtung. Das bedeutet, dass er auf volle Lautstärke ist, also kann ich jetzt mit meinem Handy regeln laut leise. Ich mache jetzt mal ein Lied an und lasse beide Geräte dann auf mittlere Lautstärke laufen. Das heißt also, mein Handy ist auf mittlere Lautstärke und die Geräte sind alle beide auf volle Lautstärke. Und wie gesagt, es wird nicht so rüberkommen, wie es in Wirklichkeit ist. Aber hört es euch an. So, das einmal zu den Go 2 als kleiner Soundcheck. So, wie ihr wahrscheinlich schon gleich gehört habt, ist der Clip 3 schon etwas lauter. Wie gesagt, okay, er spielt einfach selber. Also wie ihr gehört habt, ist der Clip 3 schon mal von sich aus ein bisschen lauter, ohne dass ich was verändert habe. Am Handy war mittlere Lautstärke, beide Geräte waren auf volle Lautstärke und ihr habt wahrscheinlich gehört, dass die Klangqualität vom Clip 3 schon ein bisschen besser ist, aber vom Go 2 ist er nicht schlecht, dass man jetzt sagen müsste, brauche ich nicht. So, kommen wir nun zu dem Test, auf den ich mich schon ein bisschen gefreut habe. Und zwar ist es der Test, wie wasserdicht sind die beiden denn eigentlich. Und ja, wir testen das richtig, nicht nur mit ein bisschen Spritzwasser, sondern komplett unter Wasser. Wollen wir mal gucken, ob die Dinger das überleben. So, der Wassertest ist zum Glück geglückt, also sind beide noch funktionell und wie gesagt, also tauchen tut man natürlich damit nicht, aber wenn man jetzt mal zum Beispiel das Gerät am Wandrand stehen hat, kann es ruhig mal kurz ins Wasser plumpsen, holt man es wieder raus, abtropfen lassen und es funktioniert wieder. Also wasserdicht sind sie, können sie ab, funktioniert noch. Beide Geräte verlinke ich euch auf jeden Fall noch in die Videobeschreibung, da könnt ihr bei Amazon mal gucken und zwar ist die Go 2, glaube ich, da gerade für um ca. 30 Euro zu haben und die Clip 3 könnt ihr für um die 50 Euro kaufen. Auf den genauen Euro weiß ich jetzt nicht, aber wie gesagt, ein Fazit möchte ich eigentlich gar nicht so richtig ziehen, weil wenn es nach mir ginge, ich würde mir auf jeden Fall die Clip holen, weil mir ist nicht so wichtig, wen hinstellen oder hinhängen. Alleine von der, also mir ist einfach nur wichtig die Akkuleistung und die Klangqualität. Und da ist auf jeden Fall die Clip auf jeden Fall vorne, denn die hat doppelt so viel Akkuleistung und halt auch einen Klang, der schon ein bisschen besser ist wie die Go 2. Ist halt vom Klang nicht so hochwertig, aber halt auch günstiger. Wer, sage ich mal, hier keine 50 Euro ausgeben will, ist auf jeden Fall hier mit den 30 Euro auf jeden Fall auch gut dabei. Zum Hinstellen alles wasserdicht, wunderbar, reicht auf jeden Fall fürs Badezimmer locker aus. Wer aber noch ein bisschen bessere Klangqualität haben will, der sollte sich dann wirklich vielleicht 20 Euro mehr investieren und sich die Clip 3 holen. Beide auf jeden Fall sehr hochwertige Geräte und halt auch sehr nützlich. Jeder, was er braucht, soll er gucken, hinstellen, hinhängen. Mir reicht die Leistung, ich möchte ein bisschen mehr Leistung. Also von daher kann das jeder selbst entscheiden. Ich finde beide relativ gut,
Aber wie gesagt, als Fazit muss ich leider sagen, schließt die Clip 3 dann doch besser ab. Ja, das war es schon mit dem Video. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen vor lauter Aufregung. Und ein Dankeschön nochmal an die Firma GBL. Ich freue mich auf weitere Zusammenarbeit. Und ansonsten verbleibe ich weiterhin, wie immer, links und rechts gibt es 2 weitere Videos. Und in der Mitte könnt ihr mich abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!